Herzlich willkommen zu diesem Film auf YouTube. Wir machen heute ein Viergang-Menü für Geissen, Apero, Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Den Apero haben wir hier schon. Das wäre ein Brombeerteller. Das sind Brombeeren, das sind ganz spezielle Beeren. Und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg. Hier sind Hühner, Piepsi und Schwitzbi. An denen sind wir jetzt vorbeigekommen. Ja, jetzt sind wir hier auf dem Weg und meine... Von unserem Nachbar. Meine Schwester erzählt mir jetzt einige Sachen über Geissen. Also ja, ich arbeite jetzt schon über 3 Jahre mit diesen Geissen. Und wir können sie sehr gut trainieren. Namen geben haben wir auch schon. Sie hören wirklich auf alles. Ja. Also, wir treffen heute vier Geissen. Luna. Mara. Kai. Paula. Emilia und Evelyn. Emma. Hier sind sie schon. Da ist der Brombeerteller. Schauen wir mal, wie sie darauf reagieren. Ihr mögt euch nachher drauf. Paula, das ist die da. Die hat gestern ein ganzes braunes Maul gehabt. Wie wir sehen, sie hat nicht viel gefressen. Dann gehen wir mal weiter zum okay. Hauptgang. Also, nimm. Hier ist noch der Adolf. Der Katz. Haben wir gerade zufällig getroffen. Hier ist noch der Blackie, ein Hass. Wie wir das machen, dann kann man es nachmachen. Wenn er zu mir kommt, pickt er mich sonst. Hier noch Hase. Der Brombeersalat. Das hat der Brombeer und das Löffel und das ist das Ganze. Aha. Brombeer-Apfelsalat als Vorspeise. Jetzt sind wir dann gerade bei den Geissen. Übrigens, der Hauptgang fällt aus. Weil die Geissen mögen nicht mehr so viel. Und darum gibt es direkt nachher auch noch das Dessert. Ein Kräuter-Brombeer-Salat. Wir haben heute so ziemlich das Motto Brombeer in der Sache. Hier sieht man nochmal die Brombeer. Gehen wir. Jetzt geben wir ihnen Vorspeis. Und dann Films. Films, ja. Vorspeis. Brombeere, Apfelsalat. Oh, jetzt hat sich eine zu weg. Oh. Und jetzt das Dessert. Das war unser Film mit den Geissen. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Liket das Video, wenn es geht, und abonniert es bitte. Wenn ihr vielleicht weitere Produkte von unserem Kalbhof wollt, wissen, wir machen ein Hofladeli manchmal. Also in Schweiz, Kanton Schweiz, eigentlich Rockreuth. Die weiteren Bädertouren, die ich noch wird machen werde, wer reitet denn noch? Irgendeines wird. In ein paar Jahren werden wir dann auf Tschechien, das Aquapalace Praha und noch weiter andere besuchen. Aber zuerst stehen Bad die Wolle, Bad die Zoffingen, Strandbad Alte, zweiter Besuch. Weitere Filme, zum Beispiel im Eich, Gerlafingen. Und ich werde weiterhin auch Reviews von Lego-Produkten machen. Und zwar ganz speziell. Ja, so viel. So viel zu meinem Kanal und es geht vor allem um Natur, Lego, Wasserrutschen. Ciao miteinander und bis zum nächsten Mal.